Hallo. Ich war beim Wetterauer Früchtchen zum Spargelbuffet. Hab mir das Ganze mal angesehen. Natürlich auch aufgenommen. Weiter geht's dann nach dem Intro. Ist ja schon angelegt. Für Kinder zum Spielen eine große Area. Auch ein alter Traktor, auf dem die rumtouren dürfen. Reichlich Parkplätze und auch Fahrradparkplätze. Dann Außensitzmöglichkeiten, teils überdacht. Hinten in der Scheune dann die Innenplätze und ein kleiner Hofladen hier vorne. Wirklich schön gemacht. Ach ja, und wer mich unterstützen möchte, ihr wisst, Daumen hoch, Glocke und ein Abo dalassen. Aber gehen wir nach innen und schauen uns mal das Buffet an. Deswegen sind wir ja da. Gab es hier Salate. Hier der Spargel, eine sehr gute Qualität. Eine gute Soße Hollandaise. Auch grüner Spargel. Und dann gab es Schnitzel dazu. Bisschen vermisst habe ich ausgelassene Butter, aber es gab so kleine Butterstücke. Salate waren eine super Auswahl. Und hier dann die Spargelcremesuppe, die nicht fehlen darf. Schinken und Wurst, aber noch die kleinen Butterstückchen und den Kuchen als Dessert. Ja, hier der Teller, den ich mir zusammengemischt habe. Wie gesagt, der Spargel hat eine sehr gute Qualität. War ich sehr zufrieden. Hier nochmal ein Blick auf das Buffet bei späterer Uhrzeit. Da kann man nochmal ohne Leute quasi gucken. Ab 13:30 war es ruhig. Ja, geschmacklich alles top. Auswahl seht ihr selber. Am besten mal hinfahren und sich eine eigene Meinung bilden. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder euch eins der anderen Videos anseht. Kommentare sind auch erwünscht. Und ich danke dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt.